Ding dong, ding dong. Ja. Die Edge. Oh, noch weniger Punkte. Ganz toll. Bürotisch. So. Achso. Nee. Gestern hatte ich die ja nach Jobs gefragt, dann kann ich sie heute nach dem Befinden fragen. Und mal gucken, ob die gelbe Pflanze da tatsächlich in meinem Haus irgendwas am Glück geändert hat. Hey Claudi, bist du gewachsen? Seit wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Achso. Hä? Nein, Baby? Wow. In 12 Monaten verändert man sich wohl nicht großartig. Also dann, was führt dich her? Wie sie labern. Nimmst du eigentlich an allen Ereignissen in der Stadt teil? Wenn nicht, wirst du nie ein Geschenk von Turtle, dem Bürgermeister, bekommen. Na, auch in Ordnung. Wenn du nicht gerne was geschenkt bekommst. Ist die reingegangen oder ist die rausgekommen? Ah, okay. Bist du wirklich Claudi von vor 12 Monaten? Echt, du bist es wirklich. Und du bist total fit und gesund, Baby. Du bist es, nicht wahr? Es tut mir leid, dass ich dich zunächst nicht erkannt habe. Also, was willst du? Es geht so. Wenn du Zeit hast, solltest du mehr von der ländlichen Umgebung von Utgard erforschen. Ach, das ist ein Teleskopauge, was die da hat. Ich dachte eben, was zum Geier ist das denn? Der schwimmt ja rückwärts. Ein Spaziergang unter Bäumen ist einfach so entspannend. Ich mach das andauernd. Jede Menge Regenschirme hat die hier. Ihr steht auf Regenschirme. Ja gut, ich meine Frosch, ne? Obwohl, eigentlich möchte die doch nasse Haut haben, oder? Feuchte Haut. Du undankbares Wesen. Einfach abzuhauen, ohne ein Wort zu sagen. Trilli. Ich habe dich überall gesucht und ich sag noch, was auch immer du tust, sag mir erst Bescheid, Tirini. Naja, vergeben und vergessen, ich bin froh, dass es dir gut geht. Hä, warum sprichst du überhaupt mit mir?
Was gibt's Neues? Nächsten Monat gibt's ein großes Angelturnier. Angelst du? Ich habe so viele Preise, dass ich sie nicht mehr zählen kann. Ah, du bist ja Konkurrenz. Hey, guten Tag. Ich bin heute total überdreht. Und du, bist du gut drauf? Geht's dir gut? War wirklich super, in Ordnung, cool, yeah. Genial, mörderisch, super süß, spitze weiter so. Hey, sag an, was kann ich für dich tun? Sobald es Juni ist, gibt es jeden Sonntag ein Angelturnier, Claudi. Wer den größten Fisch des Tages fängt, gewinnt eine Trophäe. Aber weißt du was? So ein Preis ist mir sowas von egal. Was ich wirklich will, ist gewinnen. Das ist das Einzige, was mich kümmert. Gewinnen, gewinnen! Ja, warte ab. Ich werde versuchen, euch die Stirn zu bieten. Ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Ob sie mich wieder alle total einseifen. Hier. Zu Hause. Gut, dann gehen wir noch zu Niki. Das letzte Mal gesehen. Ach, ich wünschte, ich könnte von mir dasselbe sagen. Ich habe ein Kilo zugenommen. Aus irgendeinem Grund fange ich immer an zu essen am... Achso, am Ende überesse ich mich dann meistens. Wie, aus Langeweile oder was? Warum geht's? Hey, Claudi. Ist das ein Bernstein? Ich war in der letzten Zeit so damit beschäftigt, Obst zu sammeln, dass ich mein Zimmer total vernachlässigt habe. Ich dachte eben, ich könnte einen Bernstein gebrauchen. Vielleicht könnten wir ja tauschen. Hast du eventuell Interesse an einem Edelteppich? Ja, komm. Klasse, du bist so nett. Du hast mich vor einer Designkatastrophe gerettet. Mit diesem Bernstein wird mein Zimmer um einiges besser aussehen. Altes Geröll hinstellen? Ich weiß nicht. Ja gut, solange es kein Phosphor ist, ne? Ein Pseudo-Bernstein. Ein Renoir. Wer verbuddelt denn bitteschön hier Gemälde? Ist ja schräg. Oh, wieder die Miezekatzenmusik. Furchtbar. Ah, okay.
hoch konzentriert. Die Augen scannen alles. Ist eigentlich jemand schon ausgezogen? Nö, ne? Das hat ja keiner geschrieben. Aber die sind ja eher weg, bevor sie sich bequemen, mir einen Brief zu schreiben, dass sie weg sind. Nee, das war halt ja, die neue. Wo auch immer die ist. Hey Stromer, ich stehe hier für alle deutlich sichtbar und du grüßt mich nicht mal? In den letzten 12 Monaten habe ich genau hier gestanden und auf dich gewartet. Und was mich wirklich stört ist, dass du mich vielleicht die ganze Zeit gesehen, aber einfach ignoriert hast. Was ist los? Geht's denn so? Claudi, du hast deinen Kredit abbezahlt, Baby? Ja. Gut für dich. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Tomlop zwingt dich nicht, bei ihm zu kaufen, aber für viele ist es wichtig, dass es ihn gibt. Aber hast du das gewusst? Wenn du das größte Haus mit deinem Kredit abbezahlt hast, dann bekommst du so eine Art Denkmal, das vor dem Bahnhof aufgestellt wird, damit es alle sehen können. Ach, eines Tages möchte ich auch sowas haben. Ja, so ein Frosch wäre ich ganz cool. Also so mehrere Gold-Dinger so vom Bahnhof wäre schon geil. Frosch, ein Vögelchen. Hallo mein Freund, na du? Hab ich gestern auch nicht gesehen, glaube ich, oder? Hey, wie geht's? Alles klar bei dir? Ach, wirklich großartig, das ist Musik in meinen Ohren. Im Ernst? Nee, warte, doch, gestern habe ich dich gesprochen, glaube ich. Sag mal, Claudi, was gibt's Neues? Reden wir. Super Timing, Claudi. Dieser alte Sekretärstuhl stört mich beim Training, er gehört dir. Nämlich. Hey, genau so, gute Antwort. Sehr rücksichtsvoll, das gefällt mir. Ja bitte, bleib so wie du bist. Du bist ja ein Knuffel. Der ist von Anfang an freundlich. Mit dem stimmt was nicht. Der will mich bestimmt mürbe reden, damit ich zarter schmecke oder so, ne? So als Löwe. Na, vielleicht ist er ja Vegetarier. Ein vegetarischer Löwe. So mit blauen Mähne, ne? Er ist generell ein bisschen schräg drauf. Hallo, Bolle, na du? Du undankbares Wesen. Einfach abzuhauen, ohne einfach zu sagen, ich hab dich überall gesucht und ich sag noch, was auch immer du tust, sag mir Bescheid. Vergeben und vergessen. Sprich mit mir. Ja, ich angel, genau. Ja. Ich werde euch von Grund und Boden angeln. So, hier war der Leuchteding. Könnte was werden. Hab ich. Blink. So, gehen wir mal gucken, ob der Conny da ist. Der Conny ist da. Hallo.
Hallo, es geht ab. Oh, ich habe Claudia entdeckt. Du bist mir vielleicht ein toller Freund. Ich will ja nur, dass du ab und zu mal vorbeikommst oder schreibst. Vielleicht bin ich ja, aber ich dachte, wir wären echt gut befreundet. Hey, Sagan, was kann ich für dich tun? Sprich mit mir. Hey, wenn du einen Insekt fangen willst, rennst du dann einfach schnell hin und trampelst herum? Ja. Das funktioniert bei Insekten, die sich schnell bewegen. Aber manche Insekten, wie Zikaden, fliegen weg, wenn du auf sie zurennst. Bei diesen Insekten musst du dich ranschleichen. Näher dich ihnen langsam. Nur so funktioniert das auch. So, wie ist denn das hier mit der Blümchen? Da. Zwei Blümchen muss ich wegtun, sonst funktioniert's nicht. Nehme ich einmal das Blümchen hier weg. Hey, Stroma, ich sehe hier für alle deutlich sichtbar und du grüßt mich nicht mal. In den letzten 12 Monaten habe ich genau hier gestanden und auf dich gewartet. Und was mich wirklich stört, ist, dass du mich vielleicht die ganze Zeit gesehen, aber einfach ignoriert hast. Was ist los? Claudi, hast du deinen Kredit abbezahlt? Was? Keine Zeit? Hast du das gerade gesagt? Nur weil du mit Tom nicht verhandeln kannst, heißt das doch nicht, dass du nichts zurückbezahlen brauchst. Au, weia, du bist mal was kapierst. Oh, jetzt ist es sauer. Der Mäuslein ist sauer. Siehst du, jetzt ist es das Mäuslein. Früher waren es die Ratten. Die hässlichen Ratten. So, wie ist es denn hier? Ist angegangen. Ist angegangen. Ey, klasse. Klasse. Super duper. Habe ich einen Baum gegen zwei getauscht. Bin gespannt, wenn die ausgewachsen sind, ob dann der Wunsch unendlich. Hey, Karamba, wo kommen denn die ganzen Fossile her? Jetzt habe ich keinen Platz mehr dafür. Also irgendeinen Stein muss ich übersehen haben. War hier vielleicht noch bei Susi in der Ecke? Kann das sein? Dass da noch Steine sind? Zwei Stück müssten da, glaube ich, sein, oder? Irgendwo habe ich... Ja, ich verwechsel das vielleicht mit der anderen Stadt. Da sind ja auch so wahnsinnig viele Steine total blöd angelegt. Bei mir ist es hier in der Stadt wunderbar. Da ist kein einziger Stein so blöd, dass man da nicht drankommen würde.
Bis auf jetzt, dass ich die Blümchen halt ein bisschen sortieren musste bei Konrad. Aber das ist ja jetzt nicht so tragisch. Oh, den habe ich glaube ich nicht. Den Limonenstuhl. Den nehmen wir auch. Royal Spiegeltisch oder so, ne? Habe ich glaube ich nicht. Das macht es irgendwie auch leichter, dass mir das auch tatsächlich in den neueren Spielen nicht gefällt. Dann weiß ich, dass ich das nicht gekauft habe. Bürotisch, ja, keine Ahnung, ich glaube auch nicht. Die Nähmaschine habe ich glaube ich als in der heutigen Zeit, in den heutigen Spielen, aber ansonsten. Ach guck mal da, Herz, Karo, fehlt noch Pik und Kreuz. So, ich bräuchte eine Früchte-Tapete. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Sind das tatsächlich dann Orangenscheiben an der Wand, oder? Keine Schaufel bei. Andererseits könnt ihr auch einfach so ans Museum mal welche stellen, ne? Irgendwo hinstellen, wo ich nicht so oft rumlaufe. Ach so, nee, warte mal, irgendeiner hatte doch auch Blumen verlangt, oder? Irgendeiner hatte Blumen verlangt. Ich glaube, das war auch der Adrian. Da hatte ich nur auf die eine Seite des Hauses hatte ich 3 Stück gestellt oder 2 höchstens. Ich weiß gar nicht, ich glaube 3. Und ich glaube, wir brauchen mindestens 4, vielleicht auch 5. Mit 6 sind sie auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja. Irgendwas war da. Genau, hier hatte ich 3 hingestellt. Also der mit dem wieder angestellt. Mann, ich hab die Mega-Pesh-Träne, ja. Oh, was hat du denn? Ich warte, bis er sich wieder ausgedampft hat. Ah, schön. Oh.
Ai, caramba. So. So. So, so, so. Sie sind sich hoffentlich ein bisschen beruhigt. Hat er sich hoffentlich etwas beruhigt? Wenn ich ihn wiederfinde, hahaha. Nein, 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 nein. Seid nett zueinander. Oh, jetzt ist er wieder gut drauf. Sehr schön. Jo, wie läuft's bei dir? Komm hier ruhig so oft vorbei, wie du willst. Ich war mal, was willst du sicher? Irgendwas? Kann ich helfen? Oh nein, ganz schlechtes Timing. Ich habe selber gerade was erledigt. Hätte ich doch nur gewusst, dass du Arbeit suchst. Hast du es vergessen, das mit dem Lohn? Gestern war aber doch der normale Tag, mit dem ich dich angesprochen habe, oder? Warst du nicht derjenige, der mich um Blumen bat? Unter uns gesagt, Claudi, gefällt es dir, wenn du einen Muskelkrampf hast? Nein. Das ist gut, Claudi. Das bedeutet, dass du viel trainieren musst. Aber das ist noch nicht alles. Du musst lernen, deine Muskelkrämpfe lieben zu lernen, sonst wirst du mich nie schlagen können. Verzeihung, das war zweimal genossen. Eieieiei. Wieder die Nase gekitzelt. Und nein, ich bin keine Bazillenschleuder. Ans Museum wollte ich ja noch die restlichen Blumen stellen. Ne? Obwohl, ich könnte eigentlich auch hier welche hinstellen. Ne? Da steht zwar nicht drauf, Mädchen mit Blumen glücklich zu machen, aber vielleicht fragt er ja mal irgendwann. So. Welchen Stein habe ich jetzt noch nicht abgekloppt? Bei Lana muss ich mal gucken. Ich meine, da wären Steine, oder? Nee, okay. Nee, dann habe ich das verwechselt. Dann habe ich das Eiskalt verwechselt. Hier sind gar keine Steine. Ah, hallo.
tut mir leid, aber ich bin im Augenblick etwas in Eile. Oh, mein Fehler, Claudi, richtig? Ich dachte, du solltest sie anhauen, um einen Gefallen bitten oder so. Ich glaube, ich bin bei Mädchen und Jungen gleichermaßen beliebt. Jeder möchte mein Freund sein. Ach, manchmal ist es einfach zu viel. Genug geschwatzt. Brauchst du irgendwas? Langweile. Sammelst du Möbel? Du solltest das nämlich tun. Wärst du an einem Wagenrad interessiert? Ich würde dir gerne meins geben, aber nichts ist kostenlos. Alles, was ich sage, ist... Hübschen Renoir hast du da? Ich weiß jetzt nicht, ob ich den schon im Museum habe. Vielleicht könnten wir einfach tauschen, Adlerauge? Ja, okay. Du bist schlauer, als du aussiehst. Das ist toll. Ich wollte schon immer ein Renoir haben. Lass uns tauschen. Ich weiß nicht, ob ich den hab. Dieses Wagenrad ist ein fantastisches Item. Ich bin froh, dass wir uns einigen konnten. Es ist schön, wenn man Leute trifft, die nicht Nein sagen können, ne? Nee, den habe ich schon gekloppt. Den habe ich gekloppt. Hier ist auch irgendwo noch so ein Stein versteckt, ne? Ah, hier oben. Ich meine, den hätte ich auch schon gehauen, aber wir werden es gleich sehen. Den habe ich als allererstes, glaube ich, geschlagen, oder? Welchen Stein habe ich denn jetzt schon übersehen? Hämme. Boah, ich denke, den habe ich auch schon gehabt. Die Blume schon immer da? Keine Ahnung. Sind nur zwei. Der da und der. Ah, ne, drei. Den hatte ich doch auch angeschlagen, oder? Oh Gott. Ich meine ja. Ja, beim Polizeirevier habe ich doch auch gehauen. Habe ich sonst noch irgendwo einen übersehen? Gibt es da nicht keinen
Ja, das hat nichts zu sagen. Das hat absolut nichts zu sagen. Das, du kannst im selben Loch kannst du 5-mal graben und dann kann trotzdem mal was rauskommen. Also irgendwie... Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, welchen Stein ich übersehen habe. Keinen blassen Dunst. Dann halt nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht wie. Wo, wann, hä? Ich glaube, ich habe noch nicht mit allen gesprochen. Wer fehlt denn? Lana fehlt auf jeden Fall. Ja, Jens fehlt auch. Der ist ja reingegangen in sein Haus. Rüdiger auch. Ja, ich bring's hinter mich. Ich gehe mit Jens und mit Rüdiger schwafeln. Beziehungsweise Lana wird sich dann auch noch beschweren, dass ich schon ewig nicht mehr da war. Edith kann von mir aus später mal irgendwann sagen, wie, ich seit 24 Monaten nicht gesehen. Ach, ein Gesicht aus meiner Vergangenheit. Ich wage zu behaupten, dass wir uns lange nicht gesehen haben. So, hattest du viel zu tun? Warst du auf einer langen und abenteuerlichen Suche? Nach exotischen Möbeln, Baby? Genug geschwatzt, brauchst du irgendwas? Ich finde es toll, dass man sich auf manche Möbel draufsetzen und mit anderen Möbeln andere Dinge tun kann. Weißt du, was ich meine? Claudia, sag mal, achtest du mehr auf Design oder Zweckmäßigkeit? Worauf achtest du bei Möbeln? Praktisch. Stimmt, Kommode und Schränke sind ja sehr hübsch. Aber ich mag so Sachen wie Notizbücher und Tagebücher, die man als Kalender verwenden kann. Dann kann ich die Tage markieren, an denen du mich besucht hast, Claudia. Okay. Bringen wir die Standbarke hinter uns. Ui, wie bunt. Da kriegt aber eine gute Bewertung bei der Ash. Ich glaube, ich habe Hallus. Du? Nach all den Monaten? Träum ich? Ich träume. Wie kommst du nach all den Monaten, die du mir aus dem Weg gegangen bist, jetzt bloß auf die Idee, mich zu besuchen? Also, was gibt's? Ich frage mich, was Loki zurzeit alles so ist. Dieser Mensch aß Früchte, als ob es bald keine mehr geben würde. Ja, Loki war ein guter Kumpel von mir. Natürlich stritten Loki und ich die ganze Zeit. Warte, nein, das war anders. Wir redeten die ganze Zeit. Gut. Das ist leider Wunschdenken. Loki hat kein einziges Mal mit ihm gequatscht. Obwohl, nee, ich glaube, der musste sogar mit ihm reden. Mindestens einmal.
Das war, glaube ich, Aufgabe bei Luke. Hey, Claudi, hast du schon zu Mittag gegessen? Ich habe mir den Magen mit lauter Fraß vollgeschlagen und spüre ihn jetzt. Ich bezweifle, dass ich mich in nächster Zeit viel bewegen werde. Gut, was gibt's? Was los? Sobald der Juni im Anrollen ist, findet das Sommerangelturnier statt. Wer den größten Fisch fängt, gewinnt einen Preis. Ha, ich frage mich, was es wohl zu gewinnen gibt. Ich hoffe wirklich, dass es etwas wie Tacos ist. Das wäre super. Ein Mann nach meinem Geschmack. Das ist eine Kokosnusspalme, glaube ich. Also eine Kokosnusspflanze. Und das ist halt ein... Boah, Riesenkaktus? Das schöne Wagen gerade. So, pass mal auf. Schwalzen wir jetzt wieder irgendwas von A1 vor. Ja, ja, die Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung. Die Stadt hat sicherlich ein zufriedenstellendes Ausmaß an Wohlstand erreicht. Aber ein wenig mehr Anstrengung würde die Situation jedoch noch weiter verbessern. Was? Das ist, ja. Ich hätte gerne einen Hinweis. Du steinernes Sackgesicht. Nee, also jetzt mal ernsthaft, also was, hä? Ist das gut, ist das schlecht? Keine Ahnung. Ich meine, ich werde es dann halt in 15 Tagen, werde ich es merken, wenn ich tatsächlich eine Goldgießkanne erhalte und ich weiß zum Verrecken nicht warum. Was haben wir denn da? Deo! Deo hat mir geschrieben. Hallo Claudi. Moin Claudi, was schreibst du so? Das Ding ist ja echt großartig, darum schenke ich es dir. Nett, was? Guter Brief, was? Was? Dein Theo. Was schenkt er mir denn da? Ein Orientschrank. Schick. Hallo Claudi, danke für den Brief. Ich muss gleich antworten. Das Ding habe ich in einer Wundertüte gefunden. Ich schenke es dir. Schreib mir auch mal wieder. Nele. In der Wundertüte. Was hast du denn da? Ein Westernbett. Das war eine große Wundertüte. Der Niki. Hallo Claudi. Hi Claudi. Heute bin ich schon wieder so müde. Ich habe in einem Gyroid was Kostenloses gefunden und habe es für dich mitgenommen. Man sieht sich total ausgelaugt, Niki. Ich wollte gerade sagen, in einem Gyroid? Hä? Aber die meint sowas. Goldanlage. An der Tür dieser Gyroid. So, wer ist das? Der Jens. Hi, Claudi. Heute bin ich schon wieder so müde. Susi hat mir Pfannkuchen gemacht. Pfannkuchen. Das ist die saarländische Version. Die waren so würzig. Also, tschüss. Jens. Total übermüdet. Das ist dann die, vor 20 Jahren war das die Version von Smiley hinten dran oder ein Gening. Ein Gen-Smiley-Gening, was zur. Hallo, mein Schnuckel. Was? Moment, Claudi, mein Schnuckel. Okay, ciao, Claudi, ich bin's, Adrian. Hast du schon mal versucht, eine neue Stadtmelodie zu komponieren? Mach doch mal. Hasta la vista. Viel Grüße, Adrian. ja. So. Können wir noch schnell verkaufen gehen? Damit ich schön viel Platz habe für morgen. Ich habe mir überlegt, tatsächlich für die ganze Knete, die ich auf dem Konto habe, also nicht die ganze, weil das wären 60 Packen an Rüben. Das wäre ein bisschen viel, glaube ich, weil ich nicht weiß, wohin damit. Hab mir schon überlegt, dass ich mal so richtig für die vollen lange.
Weil gierig und so, ne? Größenwahnsinnig. Und weil ich ja zum Glück zwei verschiedene Städte zur Verfügung habe, wo es dann vielleicht nicht den Berg runtergehen wird. Den Bach runtergehen heißt es eigentlich, gell? So. Das war's.